the fuck? Was habe ich denn gerade angeguckt? What the fuck? Ist ja fast das schlimmste Spiel hier, Alter, was ist denn für Humor, ey? Oh mein Gott. Okay. Ich habe keine MP-Tränke, das ist gar nicht gut. Ich würde sagen, schwer beben, Slash und ja, ja, Flammen sind beim Drachen, glaube ich, nicht so gut. Also irgendwie ist das Standard-RTP-Maker-Drache hier, das Vieh. Schlaf. Also nicht, ob der dagegen unempfindlich ist. Überhaupt das Hammer. Okay. Ja, solange es kein Kunstlachen hat, ist es auch okay. Solange es nicht dieses dieses eklige Kunstlachen, das ist so eklig, ey. Ganz ehrlich. Mal gucken. So. 21 KP, 83 KP, 6. Wow. Wow! Wow! Schlaf hat funktioniert! Was zum Fick? Das verstört mich ein bisschen. Machen vielleicht doch Schaden. Paralysierung, vielleicht klappt das. Ich glaube, das scheint nicht zu klappen. Ja, wow, es macht doch keinen Schaden. Ja, warum klappt die Paralysierung bei einem? Ich hinterfrage das mal lieber nicht. Sondern wir machen ihn einfach platt, okay? Wow, der war aber. Der hat nicht mal irgendwas. Oh, die Musik klingt ein bisschen komisch. Drachenhelm erhalten. Ist das nicht der stärkste Helm im Spiel? Okay, okay, okay. Ich gebe mich geschlagen. Hier hast gewonnen. Hast dein Lolli wieder, kleines Kindchen. Ich dachte, ich hätte es wieder mit Weicheiern zu tun. Oh Gott, dieser fette Drache. Diese Dialoge, ey. Aber ich mach das bei den Spell von dem Drachen, der ist cool. Aus dem Beginnmaker 2000. Ha, das hast du nun davon. Wir sind alles andere als Weicheier. Wir sind steilharte Krieger. Oh yeah, so männlich. Oh yeah, oh yeah. Ja, Freund, na Freund, bist du mit mir? Ja, ja. Sorry, IP Baby, hab dich ganz vergessen. IP Baby! Täusche ich mich oder gibt's einen Mark und dann wieder Euro? Es gibt nur Makro. Die Währung im Spiel ist laut dem Menü Euro. Manchmal wird aber noch D-Mark angezeigt in Drohnen. Alpi Baby, ich kann es immer noch nicht fassen. Schnauze jetzt! Wir sind hier, um mit dem Weißen zu quatschen. Zu schnacken. Ja, so richtig derbe. Noddies. Oh, die ist so wirklich schlecht. Der Außenseiter hat recht. Komm, die machen uns auf. Da ich ein Außenseiter bin, weiß ich auch schon. Strich, Unterstrich, Unterstrich, Strich, Anführungszeichen, 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 Anführungszeichen. Was redest du da? Okay, und nun? Nehmt die Treppe hinter mir. Sie führt zum Kreis. Okay, er kann also Switches benutzen, das ist schon mal löblich. Und die wurden nicht geheilt. Geil. Yo, IP Baby, what's up? Oh Mann. So. Hallo Stande, Opa des RTPs. Wie kommst du hierher? Was? Du willst wissen, wie man zur Macht kommt? Ich habe gehört, dass sich hier ein Geheimtunnel verbirgt. Viel Glück! Wow. Hey Leute, was ist denn, alte Socke? Da fällt mir ein, dass ich zu Hause ein Buch habe, wo eine Karte über dieses Gebirge ist. Ganz spontan, wo wir meilenweit von dem Zuhause weg sind. Und? Denk mal nach, vielleicht steht ja auch der Geheimtunnel, von dem der Älteste redet, redet ja was drinne. Tun. Und vielleicht auch, wo er ist. Gehört, wo ist noch mal dein Zuhause?
Das warst du noch? Er wohnt in der Mülltonne. Ha! 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 Netter Witz, Sasa. Strich, Unterstrich, Strich, Anführungszeichen, Punkt. Wir haben ja alle so gelacht. Sag mal, ist das Spiel hier ernst gemeint oder ist das ein Fun-Game in Anführungsstrichen? Meine Fresse, dass du alles so ernst nehmen musst. Dot, 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 dot. Hör auf zu streiten. Du Pearl, wo genau ist denn dein Zuhause? Nordwestlich von hier. Okay, dann mal los, Lopez zu Hause. Hey, seit wann hat das Weib was zu melden? Du bist mir jetzt ganz unsympathisch geworden, weißt du das eigentlich? Frauenfeindliches Arschloch. Schnauze, Wichser! Kleiner als Klammer auf. War nur ein Scherz. Also auf die Lopez Mülltonne. Ich meine, zu Hause, Dach. Lern mal Witze zu erzählen, bei dem man noch lacht, Sasa. Drille, so wie die Alarmbesitzer in Zelda, der mit Dialekt redet. Dieses Spiel. Ups. Ich wollte eigentlich hier gerade mal verschieben. So. Wie die Vogelscheuche in Majora's Mask restaurieren. Yeah, baby! Mal gibt es nicht auch in Conker's Bad Fur Day eine Vogelscheuche, die so redet? Ja, mit seinem Baby, ja. Ey, ihr redet gerade von Sachen, die ich nicht kenne. Das ist unfair. Gibt es eigentlich irgendwo ein Inn, wo ich schlafen darf? Der Drache macht dich mal so fett hier. Aus dem Weg muss ich jetzt hier echt rauslaufen. Nein. Ja, Scherz. Ist ja trotzdem nur ein Scherz. TZ, Rotz, TZ. Verstehe ich nicht. Insider. Dafür war ich noch nicht genug in den Streams, glaube ich, drin. Schuldige. Was, Schuldige? Was, Schuldige? Was? Ach so! Nee. Ist schon okay. Ist schon okay. Davon schon dürfte du reden, ist klar. Ist kein Problem. Er weiß nicht von mir reden, das ist nicht so gut. Wir fallen Level 7. Aber wir sind schon mal Level 7. Na, weil in trotzdem Rotz drin steckt. Ach so! Jetzt verstehe ich das auch, okay. Boah, ich brauche mal MP-Tränke, ey. So. Oh. Ich muss auch so einen Allgegner mitnehmen. Wer weiß, ob ich sonst die Bosse schaffe. Und weiter geht's. Ja, komm. Level 7. Schön, Level 7. Geil. Level 7 ist der beste Level oder so. Oh, ich bin ein paar Schritte gelaufen, ja. Ist ja fast so schlimm wie bei Vampire Storm hier, ey. Wie bei Dunkle Schatten. Alter. Spiel von Alpine, das sieht cool aus. Mist. Das ist ein Standard RPG Maker Elfen. Carset und Facet. Das ist eigentlich ein Magierin, eine Heilerin, glaube ich. Vom RTP her. Also vom Standard her. Cool ist das nicht übrigens, das ist einfach nur Standard. Das ist einfach, damals wurde Heil zu der Zeit nur RTP verwendet. Jetzt sieht das auch nicht nach Chrono-Trigger aus oder nach jedem x-beliebigen RPG Maker Spiel. Aber nicht nach Chrono-Trigger. Es wurde einmal Chrono-Trigger bisher verwendet, das war es auch schon. Warte mal, es spielt doch die ganze Zeit schon. Wie soll ich mal nicht hier runterkommen? Wenn man es nicht hier hochschiebt, ist man nicht gefangen. Joa, bei mir gefällt's. Du kennst ja auch noch nicht allzu viele RPG Maker Spiele. Ja. Wenn du erstmal mehr gespielt hast und zum Beispiel die Greifen und die Spinne und unterwegs in Düsterburg und die Reise ins All und Everlong und was gibt's noch gutes? Resabor, dann wirst du über diese Charaktere ganz anders, und wenn du noch mehr Trash gesehen hast. Wie oft dieser Charakter da oben, das ist übrigens Alex heißt dieser Charakter, also Lupin ist eigentlich Alex vom RTP her. Dieser Charakter wurde sehr oft damals zu der Zeit, als das Spiel rauskam, 2001, 2002, sehr oft als Held benutzt. Deswegen ist er mit der Zeit unbeliebt geworden. Heute ist Klaus, also das ist dieser Typ, der mit der, mit der, ja,
mit der fabulösen Locke überm Auge und dem blauen Haar und so. Der Typ, der ist heute noch unbeliebter, weil der ist halt damals in Vampire Storm benutzt worden. Und Vampire Storm ist kein gutes Spiel, egal was euch irgendwelche Leute sagen, es ist kein gutes Spiel, Vampire Storm. Ihr sollt es meiden, ihr sollt es mit Weihwasser beschwören, ihr sollt es in Schlucht unterwerfen, Vampire Storm ist einfach nur Scheiße. Derbs, Scheiße. So. Also wir müssen jetzt zurück zu einem Haus, ne? Oder sowas ähnliches. Warum kommen hier nicht so viele Runde im Counter? Bitte nicht. Wo ist denn dein Haus? Hallo Ninja. So, tschüss und tschüss. Hier oder was? Nein, falsch. So. Ich habe übrigens, da fällt mir gerade ein, ich habe doch bisher nur keine Tränke kaufen dürfen, oder? Immer wenn ich laut sehe, bekomme ich das Kotzen. Alter, hast du übelsten Delay, Gameboy. Also, wir haben doch heute keinen Tränke kaufen dürfen, oder? Aber wir haben 33 mal Beleber. Wir haben 13 Tränker, wir haben 33 mal Beleber. Wir wissen, wie viel der kostet später. Wir haben schon ganz viel Geld gewinnen dadurch. Allein der Name. Ja, allein der Name. So. Und jetzt? Da liegt ein Buch. Das ist aber nicht RTP-Musik. Da ist das Buch. Mal reinschnuppern, was da drinnen steht. Also diese Sprache. Hier steht, dass sich in der ersten Etage ein Schalter verbirgt, der nur erscheint, wenn der Dragon besiegt wurde. Was macht das für einen Sinn? Naja. Heißt das etwa, dass wir den ganzen Weg nochmal latschen müssen? Ja, du fauler Sack. Ich bin nicht faul, nur überarbeitet. Du bist ein gottverdammter Held. Du musst die gottverdammte Scheißwelt retten. Du hast gesagt, du willst mitmachen. Beschwer dich nicht, Alter. Du machst es so unbeliebt bei mir. Halt die Fresse. Geh einfach nur sterben. Geh aus der Party raus. Ich brauch dich eh nicht. Verdammt nochmal. Was hast du heute schon großartig gemacht? Schnauze jetzt, sonst helfe ich nach, dass ihr ruhig seid. Alter, die sind so. So selbstbelebbar. Allein, die Freunde sind zueinander, ne? Man könnte nicht glauben, dass das irgendwelche Freunde sind, dass es irgendwie. Die Gattern überarbeitet, das läuft ja nur. Okay, Mike, ich mach's dir zuliebe. Was? Wer ist Mike? Hä? Hä? Wer ist Mike? Ich dachte, der hieß Lupin. Warum heißt er auf einmal Mike? Hat er den Namen später umbenannt und hat vergessen, da das Mike zu ersetzen? Naja. Was hab ich denn da gerade gehört? Denk ja nicht falsches Bulle. Falsches Bulle. Ist ja gut, Strich, Unterstrich, Unterstrich, Strich. Was passiert, wenn wir den Schalter aktiviert haben, Lupin? Denn er scheint womöglich ein Weg oder so. Punkt, dot. Ich glaube, er war Nazi. Der Ersteller. Na dann, lass uns aufbrechen. Warte. Was denn? Wir sollten uns mal ausruhen. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, immer Namen. Bin ganz deiner Meinung, alte Socke. Du wusstest immer das Richtige zu tun. Die Frage ist, für wem ich das Richtige gewusst habe. Strich, Unterstrich, Unterstrich, Strich. Anführungszeichen. Diese Smileys gehören nicht in ein Spiel rein. Wenn ihr jemals ein Epic Game Maker Spiel macht, seid euch eines gewiss. Macht ihr Smileys in dieses Epic Game Maker Spiel rein. Ich werde euch finden. Werde euch töten, werde euch zerhackstückeln, ich werde euch die Eier abreißen und euren Mund rein. Ich bin heute voll auf Akro, ne? Irgendwie. Wollte gar nicht mit Typ auf einmal. Ganz ehrlich, dieses Spiel, das ist so